Nachdem wir jetzt im vorangegangenen Teil unseres Kurses die Punkte für unsere Spiralen und die Flächen im Zentrum der Spiralen erzeugt haben, wollen wir jetzt im nächsten Teil die Spiralen in die Höhe entwickeln. Dafür schalten wir erstmal diese Teile, die wir nicht benötigen, unsichtbar und ziehen uns die Zentrumspunkte, die wir für die weitere Bearbeitung brauchen, mal weiter nach vorn, indem wir hier unter Parameter den Punkt absetzen und die zwei anfänglich erzeugten Punkte hier noch separat nach vorne holen. Im Prinzip wollen wir immer drei Punkte miteinander zu einem Halbkreis verbinden. Das machen wir hier über Curve und dann den Bogen aus drei Punkten. Für den ersten Bogen benötigen wir auf jeden Fall den Zentrumspunkt und die zwei darauffolgenden Punkte, die allerdings dann in der Höhe verschoben werden sollen. Deswegen hier über Transform und Move mit einem Translationsvektor, der auf jeden Fall in Z-Richtung zeigen soll, schließen wir mal diese Funktion hier an den Bogen an und müssen im Folgenden die Höhen definieren, um die diese Punkte verschoben werden sollen. Und es ist immer so, dass der Hochpunkt hier definiert wird und der zweite Punkt in der Mitte des Bogens dann immer die Hälfte davon sein soll. Hier legen wir ihn mal auf 1,83,6 fest und schließen den Vektor damit an. Und den Mittelpunkt des Bogens, der soll genau die Hälfte des Hochpunktes haben. Das bedeutet, wir dividieren die Zahl durch 2 und schließen dann den zweiten Punkt bzw. den Translationsvektor mit dieser halbierten Höhe zusammen. Schlussendlich noch die Punkte miteinander verbinden, Punkt 2 und Punkt 3, und wir erhalten einen Bogen, der im Verlauf der drei Punkte nach oben hin steigt. Ziehen das Ganze ein bisschen nach rechts, denn es kommen die weiteren Punkte und müssen im Folgenden einen zweiten Bogen definieren. Hier über Curve wieder Arc 3 Point und der Endpunkt des letzten Bogens soll da Beginn des nächsten Bogens sein. Wieder verschieben mit einem Vektor und das gleiche mit Punkt C. Und wichtig ist für diese Spirale, dass die nach diesem Anstieg wieder sinkt. Deswegen brauchen wir einen Punkt, der weiter unten liegt. Definieren hier den Slider deshalb auf ein Minimum von minus 1 und geben ihm einen Wert von 0,825. Und addieren jetzt mal den Hochpunkt des letzten Punktes mit diesem kommenden Tiefpunkt. Dividieren diese Zahl wieder darum durch 2. Das wird unser Punkt B für den zweiten Bogen. Und der Hochpunkt entsprechend dann, beziehungsweise in diesem Fall der Tiefpunkt für Punkt C. Die Punkte wieder miteinander verbinden, Punkt 4 und Punkt 5. Und wir sehen, wir erhalten einen Bogen, der wieder über die gesamte Länge kontinuierlich fällt. Sortieren die Definition wieder, immer zwischendurch etwas aufräumen und definieren den dritten Bogen für die Spirale. Wieder Endpunkt wird Anfangspunkt des dritten Bogens. Wir müssen in der Höhe verschieben über Transform Move und einen Vektor Z.
Wir gehen davon aus, dass der Endpunkt wieder auf der Höhe 0 liegen soll. Deswegen können wir den letzten Punkt schon ohne verschieben, verbinden. Und den Punkt B definieren wir hier über den z-Vektor, wobei wir hier nochmal eine Funktion einbauen. Und zwar können wir in dem Fall einfach die Division durch 2 kopieren und dividieren diesen Tiefpunkt nochmal durch 2, anschließen mit dem Vektor und den letzten Punkt, beziehungsweise der vorletzte in der Reihe wird verbunden und wir erhalten den letzten Bogen der Spirale. Das Ganze nach rechts ziehen und wir beginnen mit dem zweiten, mit der zweiten Spirale. Hier wieder über einen Slider, diesmal mit einer anderen Höhe. 0,876. Die Parameter bleiben natürlich weiterhin veränderbar, wobei eben in einem Anfängertutorial die Definition etwas begrenzt sein wird. Wollen jetzt den zweiten, wollen der zweite Bogen, wir sehen die Unterseite oder die untere Kante dieser Spirale fängt am Punkt 3 der ersten Spirale an, deswegen Punkt A und Punkt B und Punkt C müssen wieder in der Höhe verschoben werden. Das bedeutet wieder Translationsvektor und der Befehl Move. Wieder Division durch 2. Das Ganze wird sich jetzt auch weiterhin für die anderen Spiralen wiederholen. Die Hälfte wird Punkt B und der Hochpunkt wird bei Punkt C angeschlossen. Wiederum die Punkte anschließend verbinden. Hier der Eingang G mit dem folgenden Punkt 4 und Punkt 5 dann mit wird Punkt C des Bogens und wir sehen, wir haben den ersten Bogen der Unterkante der ersten Spirale miteinander verbunden. Das gleiche führen wir jetzt wieder weiter. Der zweite Bogen dieser Spirale, Endpunkt ist gleich Anfangspunkt. Wir können jetzt schon festlegen, dass Punkt C des Bogens der letzte Punkt sein wird. Und die Höhe wird gleich bleiben, aber Punkt B muss wieder in der Höhe verschoben werden über Move und Vektor Z. Der Punkt wird der vorletzte Punkt sein. Schieben das Ganze noch kurz nach rechts, denn wir müssen die Funktion nochmal kopieren. Halbieren den vorhin halbierten Wert und verbinden mit dem Translationsvektor z und bekommen den zweiten Bogen. Somit ist die erste Spirale mit Oberkante und Unterkante fertiggestellt und wir fangen mit der zweiten Spirale an. Den Slider mit 0,76 absetzen. Wieder dividieren. Im Prinzip die gleiche Definition wie gerade. Deswegen kopieren wir auch gleich die zweite Division, die wir später wieder brauchen werden.
Wir werden im Folgenden wieder einen Bogen erzeugen. Punkt A, wieder der Anfangspunkt. Punkt B, kleiner Fehler, müssen natürlich erst verschieben mit einem Vektor Z in der Höhe wieder und das wird in Eingang B angeschlossen. Die Geometrie soll sein der zweite Punkt und der Transaktionsvektor, den Eingang F, verbinden wir dann mit dem halbierten Wert. Und Punkt C, wir kopieren die Funktion hier einfach, tauschen den Punkt 2 gegen den Punkt 3 aus und Punkt Z mit dem Sliderwert. Das wird unsere Geometrie für Punkt C und wir halten den ersten Bogen der zweiten Spirale ansteigend. Wieder ein Bogen. Endpunkt ist gleich Anfangspunkt. Verschieben, Vektor Z. Und in der folgenden Punkt anstecken. Punkt C kann in der Höhe wieder gleich bleiben und muss nicht verschoben werden. Und wir nehmen den halben Wert von Slider halbe und schließen den an Punkt B an. Und bekommen den zweiten Bogen unserer zweiten Spirale. Zu guter Letzt kommt jetzt noch die andere Kante der zweiten Spirale und wir legen einen Slider fest mit einem Maximum von 5 und einem Wert von 2, 23, 6. Können wieder einen Bogen erzeugen aus 3 Punkten. Schließen Punkt A erneut an den zweiten Punkt, an den dritten Punkt, also Ende dieses kleinen ersten Radiuses. An Punkt B und Punkt C müssen verschoben werden mit einem Vektor Z. Wobei die beiden Punkte zunächst angeschlossen werden und dann der Translationsvektor in der Länge bestimmt wird. Und zwar Punkt C wieder der Hochpunkt und Punkt B die Hälfte. Dafür kopieren wir uns hier den Integer von oben, geteilt durch 2 und Punkt B. Und bekommen hier den ersten Teil unserer Spirale wieder. Den zweiten Teil wieder Endpunkt der ersten Spirale, des ersten Bogens wird Anfangspunkt des zweiten Bogens. Verschieben, Vektor wie gehabt. Die Geometrie, nächster Punkt. Und den Punkt können wir gleich mitzuziehen. Bevor wir den Punkt C einstecken, der muss auch noch verschoben werden, bedeutet hier die Geometrie noch hier in den nächsten Punkt.
anschließen und die Vektoren müssen nochmal wie bei der allerersten Spirale oben nochmal definiert werden über einen neuen Slider. Value bestimmen wir hier ein minus 2 und einen Wert von 1.392. Schieben das Ganze ein bisschen nach rechts, da wir noch ein paar Funktionen mit dazu bauen müssen. Hier eine Division, Plus, Addition und wie schon zu Beginn addieren wir den ersten und den zweiten Slider, dividieren diese Zahl durch 2 was unseren Punkt B verschieben wird und Punkt C wird der zweite Slider. Zweiter Bogen definiert. Wir machen letztendlich noch den dritten Bogen. Endpunkt gleich Anfangspunkt. Punkt C ist hier der letzte Punkt. Ohne Veränderung. Punkt B wieder verschieben mit einem Vektor Z. Ist auch ein Grund, warum sich diese Definition auch für Anfänger gut eignet. Die Grundfunktionen können immer wieder wiederholt werden. Natürlich für fortgeschrittene Benutzer lässt sich das Ganze ein bisschen vereinfacht darstellen bzw. kürzer. So, nun haben wir alle Punkte oder alle Spiralen fertig definiert und können dann im nächsten Schritt die Flächen des Gebäudes anlegen. Weiter dann im nächsten Teil des Kurses.